Mini Mario toy. Hurry, buy. Mmm, bananas. Mmm. Mini Mario toy. It walks, it talks, it says, each one comes in its own crystal ball. Collect one, collect them all. Be the first one on your block to own the amazing new Mini Mario toy. Hurry before they're all sold out. Hurry, buy one, buy them all. Buy them all. Buy them all. Buy them all. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Live-Let's Play hier auf meinem Kanal Mario vs. Donkey Kong. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Conker Stealthy Fox und begrüße euch recht herzlich zu diesem wunderbaren neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich muss schon ein bisschen schmunzeln, ne? Das ist... Also... Erstmal, Donkey Kong hat einfach die bessere Fellphysik und Mario hat einfach so ein... Warum ist Marios Bart eigentlich auch nicht so fällig wie Donkey Kong? Müsste theoretisch eigentlich ja so sein, ne? Ja, aber gut. ja, es ist wirklich die Aufmachung, ne? Die Story und so. Mario Mini Toys werden da angepriesen und Donkey Kong ist total verfallen und muss sie buy them all. Buy them all. Ja, muss sie alle kaufen. Ja, leider ist natürlich soll out. Heißt, er muss sich das anders besorgen. Das wollen wir nicht nochmal gucken. Soll er... Hat er jetzt wieder zurückgeschaltet. Gut, starten wir ins Game, neues Spiel. Und dann schauen wir mal, was Donkey Kong jetzt vorhat, weil er steht vor der Fabrik. Und eigentlich, wenn Donkey Kong was will, dann will er das auch und erholt sich das auch. Ich denke mal, das wird nicht gut ausgehen. Also, es wird ein großes Affentheater geben, definitiv. So, man kann hier zwei Spielmodi wählen. Einmal entspannt. Holen für Spieler, die eine eher ein entspannteres Spielerlebnis wünschen, oder klassisch. Empfohlen für Spieler, die nach einer Herausforderung suchen. Such eine Herausforderung und eigentlich sollte das gar nicht... Vielleicht gar nicht so schwer sein. Ich meine, das ist ein... wie sagt man? Ist es ein Puzzle-Plattformer? Kann man das denn so nennen? Ja, man kann es immer wieder ändern. Los geht's. Mario und Co. Spielzeuge. Da hat er sich einfach die Spielzeuge gesnackt. Oh, stop, come back! Stop, come back! Ja, und hier haben wir auch wieder die originale Mario-Stimme. Als Martinet. Unverkennlich eigentlich. So. Natürlich Donkey Kong. Liebe Schafe auf der Flucht. Könnte man theoretisch auch als Titel nehmen. Die erste Folge. So, und jetzt haben wir, natürlich Zeit und wir müssen gucken, dass wir das Rätsel lösen. Es gibt hier ein paar Fragezeichen. Ein bisschen habe ich schon reingezockt, deswegen weiß ich da schon ein bisschen Bescheid. Versuche natürlich alles immer mitzunehmen. Und ihr seht schon, das meine ich. Also eigentlich ist es ja ein Rätselplattformer, wenn man so will, oder ein Puzzleplattformer. Ich glaube, das kann man beides anwenden. Okay. Bei den Scheiger hier. Zack. Alles Spielzeuge. Die drei Geschenke. Und da ist ein Mini-Mario-Toy. Was? Bin noch auf ihn draufgesprungen. Einfach Mamma Mia. Einfach ausgecasht hier. So, hier, bitteschön. Das kann nicht angehen. Man kann nämlich auf die drauf springen.
alle erledigt und das Toy eingesammelt. Er hat ein bisschen was verloren, der gute Donkey Kong, auf seiner Flucht. Na gut, er hat's eilig. Und wenn man es nicht im Laden bekommt, dann geht man halt zur Quelle und holt sich einfach das, was man will. Aber das ist halt Donkey Kong, ne? Er hätte vielleicht auch fragen können. So, jetzt haben wir hier drei Levelauswahl, aber ich werde das definitiv immer nach der Reihenfolge machen. Gut, starten wir ins Level 2. Das ist am Anfang, glaube ich, noch relativ einfach. Ich denke mal, dass das... Ich bin immer noch verfolgt. So, man muss sich ein bisschen... Man kann sich auch einen Überblick verschaffen, ne? Mit Pause. Also, dass man sich das genau angucken kann, was man macht. Aber ich gehe erstmal so ins Game rein und... Hammer Time! Weg. Brauche ich nicht mehr. So. Hey, brauche ich nicht mehr. Eng. Unten. Nicht runter. Nicht mit. Mal switchen. Einfach vorbeilaufen. Hier runter. Hier in der Hand. Das war knapp. Ich den hier runterfallen lassen. Kann keine Treppen laufen mit dem Schlüssel. Aua. Okay, weil ich den Schlüssel habe. Ach warte, ich kann das fast bestimmt kaputt machen. Ja, man darf den Schlüssel auch nicht allzu lange liegen lassen. Ah, okay, so siehst du wohl. Easy going. Rein da. Hallöchen, Lin. So. Das ist schon das Mini-Mario-Toy. Oh ja. Die machen wir weg. Okay, oder auch nicht. Kann ich die denn hammern? Oh nee, gar nicht. Oder? Warte. Nee. Nein. Ich drücke immer X. Ich muss den eigentlich, glaube ich, nur berühren. Ja, genau. Zack, Game Over für euch. Runter, hier bediene ich mich mal wieder. Zack. Oh ne, die guten alten Sounds, ne? Herrlich. So, das nächste Toy. Unser Hab und Gut wiederholen hier. Perfekt. Sehr schön. Wie sie sich freuen. Ja genau, man kann das auch zu zweit spielen. Dann wird das ein bisschen schwerer. Es stand ja eben, synchronisiere den zweiten Controller für den Spielermodus. Wenn man das nämlich zu zweit spielt, dann kommt nämlich noch ein Schloss extra dazu. So, Alter, zack. Gehen wir einfach über die Mülltonnen zurück, damit wir uns nicht durchlöchern lassen von den Stacheln. Und zack. Ja, im Grunde genommen sind die ersten Level noch relativ einfach. Meine Captain Toad's Treasure Tracker und so war ja fast auch so die Richtung. Auch mit kleinen Mini-Rätseln. Sonne her. Darf ich den Sprung? Sehr gut. Mit noch das Leben grabben. Und weiß ja nie, ne? Also Game Over ist halt auch möglich. Kann auch noch den Move machen. Sehr gut. Ich glaube, ich habe alles, ja. Lieber eine Nummer sicher gehen und gucken, bevor man das Level nochmal machen muss. Zack, zack, zack. Drei Geschenke. Ich weiß gar nicht, ob man was kriegt, wenn man alle drei Geschenke eingesammelt hat. Bestimmt irgendwelche Goodies. Ich habe auch gehört, dass es auch neue, schwerere Level geben soll. Da bin ich wirklich gespannt drauf.
Aber bis jetzt ist es ja noch einsteigerfreundlich. Da, Donkey Kong. Willkommen. Sieh dich warm an, mein Freund. Eng möchte ich haben. Ducken. Kennt man ja schon alles, ne? So aus allen Mario Games. Damit. Und. Block. Scrollmodus, genau, das habe ich ja schon gesagt. Dann kann man das anhalten und einmal alles angucken. Ich muss, glaube ich, ein bisschen beeilen, weil ich möchte keinen Stromschlag bekommen. Nein! Okay, jetzt kann. Oh, was? Mir fehlt ein Geschenk? Da unten, stimmt. Wow, wer steckt denn da in der Tonne? Ist es Grobi? Oder Sesamstraße? Man weiß es nicht. So, jetzt schnell. Gucken. Und grabben. Grobi! So, es kommen auch nachher noch Level, wo man die Mini-Toys mitnehmen soll. Ja, so ganz blind ist das Spiel doch nicht, weil ich hab's damals bei einem Kumpel auf dem Game Boy Advance gezockt. Oh, was ist das? Ein Leben-Level? Kann man jetzt hier... Oder Bonus? Ist das das gleiche und einfach viele Leben? Oder ist das ein Bonus? Oh, Heimkiste? Oh, cool! Oh, nur 30 Sekunden, let's go! Der Schlüssel haut ab, okay. Liege geblieben! Ich mach mal lieber... Was, schaffe ich das noch? Ach komm, ich gehe das Risiko einfach ein. So, drei Leben gegrabt. Und? Was versteckt sich in der Kiste? 1, 2, 3, 4, 5... Alter, viele Leben! Cool. Also doch ein Leben-Bonus-Level. Sehr cool. Das ist wirklich cool, aber ist die Frage, kriegt man das immer oder hat das auch was mit den Geschenken zu tun? 15 Leben. Das sieht noch gut aus. Ich meine, bei Mario 64 hatten wir am Anfang auch viele Leben und dann ging das nachher doch schneller wieder in eine einstellige Zahl, als ich gucken konnte. So. Lass mich mal schnell einmal gucken. Ich glaube, das ist, glaube ich, alles noch selbsterklärend. Ducken. Schön draufspringen. Richtig aus dem Bild schmeißen. Jo. Ah, er kommt wieder. Okay. Oh Mist. Hätte den nicht drücken dürfen. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Also das oh, natürlich. Okay, warte. Schaffe ich das? Warte, kann ich den... Okay. Nee, das passt nicht, das geht nicht. Was mache ich denn da? Warte mal. Oh, doch. Nee, das geht nicht. Oder? Können wir ja mal versuchen? Doch, es geht. Kurzer Denkfehler. Da fängt das schon an. Jetzt muss man ein bisschen hier... Bisschen den Kopf anstrengen. Donkey Kong, ne? Gute alte Donkey Kong. Na, ich drücke mal X. So. Ja, damit. Kann ich auch ohne? Ne, ich kann Sprungfeder benutzen. Die kann ich nicht mitnehmen, die sind fest. Ja, diese Donkey Kong Sounds erinnern mich halt immer noch hart so an diese alten Mario und wo Mario noch Jumpman war. Die Spiele. Weil man muss nämlich bei Donkey Kong 64 das auch zweimal
Ich glaube, zweimal muss man das schaffen. Und die waren schon echt knackig. Oh, wir haben schon so viele. Bin mal gespannt, wann die Mini-Mario-Level kommen. Ich glaube, da oben, da kann man das schon sehen. Die Frage, wie häufig. Ah, guck mal. Mini-Mario, also wir haben 6 kleine Level. Dann haben wir ein Mini-Mario-Level. Und da unten ist schon Donkey Kong. Ah, okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Oh. Scheiße. Schnell weg hier. Ach, schade. Ah doch, hat ja funktioniert. Ah, die ersten 3 Level habe ich ja schon testweise einfach mal angespielt. Ist auch einer von Donkey Kongs Kumpeln ist, der sich da drinnen versteckt. So, jetzt müssen. Nein. Einfach vorbeilaufen. Schnell runter. Bingo. Zack, ist der Schlüssel drinne. Oh, dann wünsche ich dir gute Besserung und dass du einen geruhsamen Schlaf hast. Man könnte da auch theoretisch vorbeilaufen, aber in dem Testbericht zu Mario vs. Donkey Kong haben die das auch erwähnt, dass man das so... Ups. Man diese austricksen kann. Deswegen, ich will es nicht riskieren, einen auf den Deckel zu regen. Die Schuhe schützen mich. Weil sie haben das so ein bisschen als Witz abgetan. Warum? Aber jetzt aber. Tschüss. Wow. Jetzt beiseite. Hä, mit dem Geschenk? Ja, man könnte das auch verpassen, wenn man denn jetzt meint, einfach den Mini-Mario zu grabben. Also schön drauf achten. Das einsammelt. Das wird wahrscheinlich... wir haben jetzt noch genug Zeit und so. Im einfachen Modus haben wir natürlich unendlich Zeit und wenn wir Baden nehmen, dann kommen wir in eine Blase. Aber davon haben wir irgendwie so 5 Stück oder so. Also ein paar Versuche für den einfachen Modus. Und jetzt kommt das erste Mini-Mario-Level. Oh ja. Ich weiß noch, die waren echt witzig. In alten Game Boy Advance-Zeiten. Das war schon herrlich. Und das ist ein richtig schönes Remake davon. Dann wollen wir. Mini-Guys! So, die laufen hinter mir her. Und am besten sammeln wir noch die Buchstaben ein. Oh, da muss ich helfen. Achso, vielleicht jetzt muss ich jetzt noch runter. Folgt mir, Jungs. Ich hab so ein bisschen was von Lemminge, ne? Alle da. Zack. Und alle rein in die Spielzeugkiste. Sehr gut. Perfekt. Kiste beiseite räumen. Immer schön in Ordnung. Wie hieß es in der Super Mario Brothers Super Show? Sauberkeit ist alles und da ist er. Donkey Kong. Grabt man hier die Tonne? Shit. So, und so viele Mini-Marios, die wir aufgesammelt haben. Schön mit der Mülltonne schmeißen. Ja, pass auf. Helgen. Und ein Alufelgen schmeißt halt einfach runter. Oh, immer schön auf den Schatten achten. Jetzt wird den roten drücken können, Donkey Kong. Bitteschön. Einmal müssen wir noch. Oh, Vorsicht. Ich möchte am besten keinen Mini-Mario verlieren. Na, was drückst du? Danke. Der zuvorkommt, Donkey Kong. Ist die Kopf verloren?
Aber er gibt halt noch nicht auf. Halt Donkey Kong, ne? Ja, wir haben keinen Schaden genommen, weil die Mini-Marios, die wir mitnehmen, wie geguckt. Verdammt. Mario und Co. Spielzeuge geschafft. Geil. Und jetzt wird's wieder blind, also richtig, richtig blind.